Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Es ist wieder soweit, Luisa hat wieder zugeschlagen bei Temu. Und diesmal hat sie gesagt, hat sie andere Sachen bestellt. Ich habe so nützliche Sachen. Ich habe nicht nur so, so keine Ahnung, Radiergummis oder so geholt, sondern auch so Haushaltsdinge sozusagen. Ich bin gespannt. Wir packen jetzt die Pakete aus und Luisa trinkt jetzt erstmal was, weil heute ist sehr heiß. So, hier ist das erste Paket. Oh, ist schon auf. Hast du schon aufgemacht? Mhm. Was ist das? Es gab so eine Aufbewahrungsbox, aber ich wusste jetzt nicht, dass sie so riesig ist. Ja. Luisa hat keine Maße geguckt, aber ich guck mal, vielleicht kann man die kaufen. Vielleicht für die Garage. Bestimmt. Vielleicht aber für den Kleiderschrank. Da brauchen wir nämlich einfach mal hin. Wir brauchen für den Kleiderschrank nämlich nochmal so Aufbewahrung. Ach so. Und das ist das, glaube ich, ganz gut. Wir bauen es jetzt mal auf. Ach so, falsch rum. So, die ist cool. Die hat Luisa gut ausgesucht. Die ist hier mit so einem Deckel. Kann man auch zumachen. Ist sehr groß. Finde ich sehr, sehr gut. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ja. Ich finde für so Winterklamotten. Also jetzt müssen wir die Winterklamotten verstauen. Oder haben wir schon verstaut. Aber wir haben da immer so eine Tüte, die man so mit Vakuum verschließen kann. Da finde ich das hier auf jeden Fall besser. Oder zum Beispiel, wenn man Klamotten verkauft oder so, kann man es ja auch da vorerst lagern. Also ist auf jeden Fall brauchbar. Sehr gut gemacht. So, ich packe jetzt mal das. Ah! Das sieht gut aus. Ich weiß, was das ist. Aber das ist bestimmt für Luisa. Ich sehe das nämlich schon. Ja. Wow. Ist die schön. Diese Tasche ist so schön. Wow. Cool. Oh, hier sind noch so. Oh, die ist voll cool. Mhm. Sieht richtig edel aus, finde ich. Weiß ich ja, wo ich mal meine Handtasche demnächst ausleihen kann. Die hat hier noch so Henkel. Tja. Und hier nochmal so einen anderen. Ich glaube, das ist wie so eine, ist cool. So ein bisschen kleiner ist. Wow, die ist richtig schön. Sehr cool. Also die gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Sieht auch voll, also der Material. Ist auch sehr, sehr dick. Ja. Und die hat hier diese Knöpfe. Magnete. Ja, Magnete. Genau, und was ich cool finde, die hat hier innen noch so mal ein Reißverschlussfach. Kann man so viel Geld oder so das reintun. Das finde ich cool, weil ich mag halt so Taschen, die so Unterteilung haben. So, Leute. Und Luisa holt immer das größte Teil. Ich habe wirklich jetzt echt gar keine Ahnung, was das ist. Soll ich es mal lieber aufschneiden, weil es nicht so vakuumverpackt. Mach's mal hier um. Nein, lieber nicht. Ich habe Angst, das geht kaputt. Achso. Aber das geht ja jetzt. Oh. Nee, da kannst du hochschneiden. Brauchst du nur so einen kleinen. Ja, dann geht das. Und wir müssen jetzt. Ja. Mhm. Oh, was ist das denn? Ich glaube, ich weiß, wofür das sein könnte. Was? Für Lauras Miezi. Stimmt. Oder? Wow. Ja, das hat bestellt. Mit die so zum Beispiel jetzt für den Winter, wenn es so kalt wird. Wow. Dass die dann sowas hat. Weil Laura wohnt ja in der Dachgeschosswohnung, ist ja auch immer wärmer oder kälter dann halt. Genau. Deswegen. Boah, das ist voll cool, da kann die Katze schön drauf liegen. Würde ich mich sogar wohlfühlen. Ja, das muss jetzt noch ein bisschen auf pushen. Genau. Oh, das sieht richtig schön aus. Das kann man auch so halt, nicht nur für Katzen, das ist ja auch, Oder Hunde zum Beispiel. Auch für so draufzulegen, voll schön. So, jetzt packe ich mal wieder Teil aus. Voll wieder was Kleines. Das sieht wieder edel aus, das sieht auch wieder aus. Ja, ich glaube. Oder ist das für mich? Weiß ich gar nicht mehr. Wow. Auch nochmal so eine coole Tasche. Wow, ist die schön. Wow. Oh, die finde ich voll schön. Für wen ist die? Für dich oder für mich? Oder für uns beide vielleicht? Für uns meine. Oh, die ist richtig schön. Ich mag das mit diesen Ketten hier. Sieht voll schön aus. Aber ich glaube, die hat keine Unterteilung. Genau, das ist so eine Mini-Tasche sozusagen. Für so Sommertage, finde ich, ne? Wenn man so... Ja. Voll schön. So, Luisa. So, Luisa ist jetzt wieder dran. Ah! Ach, nochmal so ein... Das ist cool. Das haben wir schon mal. Das zeigen wir euch jetzt.
hat Lisa an ihrem Bett. Das ist so praktisch. Und ich wollte auch unbedingt so eins haben. Und deswegen hat Lisa wahrscheinlich mitgedacht und hat gedacht, das ist so eine Tasche, die kann man so ans Bett hängen. Die ist richtig cool. Dann hängt die so an dem Bett. Rand fest. Dann kann man da zum Beispiel, also hier könnte man jetzt zum Beispiel Wasserflasche, Buch reintun. Genau, Luisa hat immer ihr Buch so da drin und ihre kleine Wasserflasche und ein paar Snacks. Ja, ist auf jeden Fall sehr cool. Freue ich mich. So, Luisa ist wieder drin. Sieht wieder so edel aus. Aber warte mal, ich dachte, das wäre ein Mäppchen. Das ist eine Kulturtasche. So eine haben wir doch schon mal. Ich dachte, das wäre ein Mäppchen. Okay, das ist aber eine Kulturtasche. Ja, wir haben nämlich so eine in hellblau. Finde ich richtig gut, weil dann sieht man direkt schon, was drin ist. Da also, kann man richtig viel verstauen. Ich mache die mal gerade zu. Also so sieht die dann aus. Ist richtig schön. Und wenn man die aufmacht, finde ich gut. Dann hat man direkt so einen kompletten Überblick. Und hier sind nochmal so zwei Fischchen. Genau. Finde ich sehr schön. So, jetzt bin ich wieder. Voll die Überraschungstüte. Oh, es ist gerade sehr laut. Sieht nochmal sehr nach Mäppchen oder Tasche aus. Ich glaube, aber ich bin nicht sicher. Ich glaube, das ist ein Mäppchen. Aber oh, was ist das denn wieder schön? Ah, warte mal. Ich glaube. Wow. Ja. Oh, das ist auch nochmal so eine coole Tasche. Ja, Luisa hat nämlich ihre ganzen Taschen entsorgt. Ja, weil viele... Die waren nicht mehr gut, die waren echt sehr alt. Mhm. Und ich weiß schon teilweise seit 5 Jahren oder so, also ich habe schon 6. Aber die ist auch cool, das ist so eine, die man so verkleiden kann. Genau, so eine Mini-Tasche sozusagen. So kann man als Notfalltasche zum Beispiel machen. Genau, die ist auch sehr, sehr schön. So, Luisa, jetzt dran. Nichts aussuchen. Einfach rausnehmen. Was ist das denn da? Ist da irgendwas? Printing Paper. Ja, das hat Luisa für einen Labeldrucker bestellt. Das sind nochmal so Ersatzrollen. Ich hatte nämlich schon ganz viele verbraucht davon. Und das Gerät ist echt cool. Das könnt ihr bei unserem letzten Temu-Video sehen. Da hat Luisa diesen Printer bestellt. Genau. Ja, hat sie auf jeden Fall schon sehr oft benutzt. So, jetzt bin ich wieder dran. Ich habe was Mini. Das ist ganz, ganz kleines. Das sieht nach einem Lipgloss aus. Ah ja, Leute, kennt ihr noch von, ich weiß nicht mehr, wie sie, warte, irgendwas mit E. EOS. Ah ja, das die gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Die gibt es noch in Amerika, aber auch nur so in bestimmten Targets oder Walmarts, keine Ahnung. Und ich habe das bei Timo jetzt gesehen. Und ich dachte mir, ich brauche das, weil... Ich habe das bestimmt schon seit 5-6 Jahren nicht mehr gesehen. Darf ich das mal benutzen? Ja. Bestimmt seit 5, 6, 7 Jahren. Boah, das riecht voll geil. Oh ja. Das riecht richtig gut. Nicht mehr gesehen. Schön weich. Genau wie früher. Ist auf jeden Fall sehr, sehr weich auf den Lippen. Ja. Boah, das fühlt sich richtig gut an. Sehr gut. So, letztes Teil in diesem Paket. Wir haben aber hier noch Pakete liegen. Ah ne, hier ist noch eins. Wow. Das ist... Oh. Wir haben sogar Scheren mit nach draußen genommen. Das ist so ein multifunktionales Lineal. Cool. Also es ist erstmal so ein ganz normales Lineal eigentlich. Aber das ist auch... Ich krieg's jetzt leider nicht vor. Also auch jetzt. Aber Leute, das ist ein, da ist auch ein Zirkel dabei. Wow, wie cool. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Geometrie hat oder so. Warte, ich glaube, den musst du aufdrehen. Oder? Nee, geht doch ganz leicht. Also, mit den Regeln. Egal. Cool. Dann nimmt man so einen kleinen Zirkel dabei. Oder zum Beispiel kleines Zirkel, kleinen Zirkel. Ja, oder wenn man jetzt zum Beispiel ein Kunst wow, der ist cool. Thema hat, dann kann man es auch zum Beispiel benutzen. Ich glaube, da sind noch so Ersatzteile. Da sind Ersatzminen dabei. Die sind hier unten. Mach mal auf. Das will ich jetzt wissen. Das ist voll cool. Kriege ich mit den Nägeln nicht so gut auf. Man musste das gar nicht drehen, man musste das nur so rausmachen. Ja. Ja, hier sind die Ersatzminen. Boah, das ist ja cool. Ja, ich fand das voll cool, weil zum Beispiel in Kunst, manchmal wird das so
so random Themen auf einmal. Also kommt dann auf einmal so ein, zum Beispiel müssen Kreise zeichnen und dann noch irgendwie sowas. So, ihr kennt das bestimmt. Und dann dachte ich mir so, wenn ich das Lineal immer dabei habe, dann habe ich ja auch einen Zirkel dabei. Das heißt, das ist richtig cool. Das ist praktisch auf jeden Fall. Ja, also wenn ihr sowas auch wollt, Themen hat alles. Ja, simple, die besten Ideen. Multifunction Compasses. Finde ich sehr gut. So, jetzt darf ich, ist alles voll Müll. Ist noch ein Teil in diesem Paket. Dann habe ich hier noch mehrere Pakete liegen. Ja. Was ist das? Oh, das ist für dich und deine Freundin. Ah ja. Das sehe ich schon. Das ist so ein cool. Freundschaftsarmband. Das ist magnetisch. So, oh, das Herz. Ist voll schön. Oh, das ist richtig schön. Hier sind so zwei Kronen noch dran. Ich hoffe, man sieht das. Das ist ja cool. Eine goldene und eine silberne Krone und dann hier so ein Magnet. Das ist cool. So. So. Zweites Paket. Ja. Du hast viel bestellt. Ja. Schwer. Ich weiß gar nicht, wie viel Euro ich, für wie viel Euro ich bestellt habe. Das ist auf jeden Fall einiges. Ja. Aber ich liebe das ja auch, so Pakete auszupacken, wenn ich nicht weiß, was drin ist. Moment, ich muss mal gerade. Ja. Oh, Moment. Ich lege das mal kurz an Seite. Laundry. Ah, das ist für Wäsche reinzumachen. Warte, ich mach mal auf. So ein. Ah, wie nennen wir das? Wäscheständer? So, ja, so ein Korb halt. Ja, wir brauchen. Wir haben einen Wäschekorb. Aber ich wollte die ganze Zeit noch einen haben. Ich finde immer irgendwie besser, wenn man zwei Wäschekörbe hat. Und deswegen hat Luisa nicht gedacht. Ja. Du denkst, wie kann man das dann reinfassen, glaube ich? Ich zeige es denen jetzt mal. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr stylisch aus. Also auf jeden Fall sehr groß. Passt auf jeden Fall. Und oh, an den Seiten auch nochmal. Da sind auch Taschen an den Seiten. Ja, und hier kann man so, boah, das ist richtig cool. Wäsche reintun. Man kann ihn natürlich auch aufmachen. Ja. Das ist cool. Wer hat jetzt ausgepackt? Du, ne? Ja. Jetzt bin ich dran. Boah, das sieht nach was schön aus. Ich könnte mir vorstellen, was es ist. Ich glaube, ich weiß das. Braucht man für den Urlaub, fürs Flugzeug. Unser ist nämlich kaputt gegangen. Ja, Nackenkissen. Oh, cool. Oh, ein richtig gutes. Oh ja, das ist gut. Kann man einfach noch so festschneiden, wenn man möchte. Ja, das hat hier hinten noch so ein etwas höheres Kopfteil. Finde ich gut, weil unser ist leider kaputt gegangen. Beim letzten Flug. Das ist super weich. Sehr gut. Na? Ja. Oh ja, sehr gut. Das kann man auch abziehen hier, sehe ich gerade. Oh, das kann man waschen, das ist noch besser. Ding, ding, ding. Aufstehen. So, dann ist es wieder dran. Oh, ständig weiche Sachen hier. Oh. Ich schneide es mal auf, oder? Ja. Oh, das ist richtig weich an. Hast du das für Mietzi geholt? Ja. Oh, ist das schön. Sweet Baby. Ich glaube, das ist eigentlich für Babys, aber ist auch ein Baby. Ist auch ein Baby. So, jetzt bin ich wieder dran. Oh, nochmal was Praktisches. Ah ja. Das ist so ein Moment, für Tesafilm. Das ist so ein für Tesafilm. Finde ich sehr gut. So, Leute. Oh, da ist noch Müll. Jetzt. Bist du wieder dran. Ich glaube, das ist jetzt nochmal was Großes, oder? Aus dem Paket, ja. Dann haben wir noch ein Paket. Und noch ein ganz großes Paket. Ich glaube, erstmal das ganz riesige. Wir gucken jetzt gleich mal. Ja. Und dann, ich weiß ehrlich nicht, was. Ich glaube, das ist ein Pullover, aber ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob da irgendwas drauf ist oder ob es einfach basic ist. Ja, einfach so ein Basic. Ach, kein Basic. Basic grauen Pulli. Ja. Kann man immer gebrauchen, finde ich, so Basic-Sachen. Ja. Oh, da ist so flauschig innen drin. Wie? Für den Winter. Oh. So, jetzt bin ich da. Ich glaube, das ist ein richtig cooles Paket, weil ich kann mich wieder erinnern, was ich so gekauft hatte. Und ich glaube, da sind die, ja, da sind die bin coolen dran? Sachen drin. Oder du? Wer hat den Pulli ausgepackt? Du. Ich, ja. Also bin ich jetzt dran. Also einmal
Wow. Diese Stopper. Das ist cool, wenn man Gesicht wascht. Ja, das sind die. Und noch so ein Haarband. Band. Und war das alles dabei? Ja, hier cool. Sind Powder Puffs und Schwämme und diese präzisen Foundation Puffer sozusagen. Ah ja, hier diese Mini. Ich liebe die Leute, damit verblende ich voll oft meinen Concealer. Boah, die sind weich. Ja. Und hier die Powder Puffs. Oh, die finde ich. Die sind so schön weich. Ja, boah, die sind richtig extrem fluffig, merke ich gerade. Ja. Aber ich kann auf jeden Fall sehr gut baken. Das ist ein sehr cooles Paket, finde ich. Also da war das dabei und diese Sachen hier. Oh, ich sehe schon was. Ich habe nämlich diese Klammer bestellt. Oh, die ist cool. Ja, die habe ich schon so oft gesehen. Ja, es gibt ja diese, also bunt. So, ja, genau, wo so zum Beispiel so eine Art Gänseblümchen oder so ist. Ich habe jetzt aber in so einem... Oh, die ist voll schön. Die passt gut zu deiner Haarfarbe. Sieht man? Oh ja, die ist voll schön. Mensch, nochmal so, ist ja jetzt nicht so ordentlich. Aber sieht voll schön aus, weil die glänzt so. Ich finde es richtig schön im Sommer, so ja. Wenn man dann so wenn dann die Sonne drauf scheint. Die ist sehr schön. Ja, ist Schmuck drin. Sieht nach Kette aus, aber ich schneide es mal auf. Ich will eigentlich schon mal jetzt Ketten. Zu viel Fummelerei. Wow, die ist ja schön. Ah ja. Oh, die ist voll schön. Die habe ich das bestellt. Ist eine Muschel. Da ist so eine Perle drin. Ja, hier ist so eine... Bisschen, gibt mir ein bisschen Muschel. Ariel-Vibes. Und hier ist dann so die Perle drin. Oh, das ist richtig schön. So für den Sommer. Ja, bist du dran. Nee, ich. Nee, du. Willst du das? Warte. Ich glaube, ich hole... Oh, schon obwohl, das ist zu groß. Ich hole das jetzt einfach mal. Ah. Ah, den haben wir. 360 Grad. Den haben wir auch, aber... Laura wollte den. Genau, der ist voll cool, der Tacker. Den kann man um 360 Grad drehen. Und den kann man auch zwischendurch so stoppen. Sozusagen. Genau, und Laura fand den auch so cool. Den haben wir bei der letzten Themenbestellung hat Luisa den schon geholt. Und da hat Laura gesagt, dass sie auch gerne so einen hätte. Und da hat Luisa jetzt mitgedacht. Ja. So, jetzt bin ich dran. Oh, wie schön. Schulsachen. Die liebe ich ja. Oh, die sind voll schöne Stifte. Das sind die wegradierbaren. Mhm. Das ist cool. Da sind diese Panda-Stifte. Ich mach die mal gerade richtig. Dass man die sieht. Genau, die Panda-Stifte. Und dann noch mal sozusagen so diese Radierer dabei. Und noch ganz viele Ersatznägel. Also damit kommt man richtig lange hin. Sehr praktisch. Finde ich auch richtig cool und die sehen so süß aus. Die sind richtig schön. So, jetzt bist du wieder dran, oder? Nee, ich habe doch gerade ausgepackt. Ja, das war... Nee. Ah, jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran. Entschuldige, das jetzt mal. Ah, mach mal so einen Mini-Printer. Willst du den nicht, ja? Brauche ich nicht, glaube ich. Ah, doch. Oder? So einen Nagel? Ja. Oh ja, nein. Wenn man lange Nägel hat, geht das. Das ist nicht gut für die Nägel. Egal. Nee, gut nicht. Einmal wird jetzt nichts ausmachen. Und so sieht das gute Stück aus. Ich habe mir voll so Kamera-Vibes. Ja. Genau, hier kann man es anschalten. Dann kann man halt sich ein Bild auf dem Handy raussuchen. Und dann wird das dann, so wie ich das jetzt verstanden habe, hinten dann ausgedruckt. Ja. So ist das ist voll cool für zwischendurch oder so. Das ist auch voll cool, wenn man einen Einkaufszettel schreiben möchte. Das habe ich schon so oft bei Leuten gesehen. Ja. Dann kann man den Einkaufszettel aufs, also auf dem Handy schreiben und dann da ausdrucken. Ne? Das ist richtig cool. Kann man so an Einkaufswagen so festkleben. Weil diese Rollen dafür, die sind meistens... mit Kleber so. Genau. Wie Sticky Notes. Wie Sticky Notes, genau. Und dann kann man die so am Einkaufswagen festkleben. Das habe ich schon so oft gesehen. Das ist cool. Das werde ich auf jeden Fall heute ausprobieren. Wir müssen eh noch einkaufen. Und dann können wir das gleich mal ausprobieren. Ja. So, jetzt bin ich dran mit einem großen Teil diesmal. Ich habe bis jetzt etwas Ja. Das ist schon richtig gut. Solarlampen für draußen. Boah, die sind voll cool. Ich liebe sowas. Ich finde das so schön, wenn man so abends im Sommer so dunkel ist und dann leuchtet so alles schön im Garten.
weil wir haben unsere alten jetzt dann auch endlich mal entsorgt, weil da gingen nämlich nur noch so 3 Stück von. Ja. Ja. Aber die haben wir auch schon sehr lange. Mhm. 6 oder 7 Jahre haben wir die, glaube ich, schon. Also wird jetzt mal Zeit für neue. Oh, wie schön. Wow. So, unser Akku ist gewechselt. Jetzt ist jetzt dann noch ein großen Teil hier. Ah, das habe ich Laura geholt, das weiß ich. Für Laura? Ja. Oh, das sieht sehr gut aus. Packen wir jetzt mal aus. Das ist eine, Laura liebt alles, was Kerzen, Lichter, Mini-Lichter, LED-Lichter, LED, diese Streifen da. Lauras ganze Wohnung ist eigentlich voll mit Lichtern. Die hat so viele. Ist auch Akku noch drin? Ah, hier ist noch drin. Richtig edel aus. Wow. Ah, ja, wow. Sieht schön. Ich will die auch. Oh, ist die schön. Oh, die sieht richtig schön aus. Die ist sogar schon an. Und die hat hier unten noch so einen Anti-Rutsch. Das ist cool. Das ist praktisch. Mhm. Wie geht die aus? Ich glaube. Ah, ja. Guck mal. Da kann man das noch einstellen. Siehst du? Ja. Hell, gelb und ganz weiß. Und beides. Ist das? Ah ja, ist beides, genau. Und dann aus. Beides, aus, weiß, gelb. Also weiß, gelb, beides, aus. Boah, das ist cool. Da freut Laura sich. Laura bekommt ja auch immer Sachen von uns. Ja. Und jetzt haben wir noch ein Riesenpaket und da bin ich mega gespannt, was du da geholt hast. Ja, ich auch. Das ist für Laura. Ich pack das mal zeitlich aus. Für Laura, okay. Luisa packt es dann jetzt mal aus. Ich dachte, aber was hat die da so Riesiges bestellt? Laura hat doch ihre Küche neu umgestellt. Ja, okay. Deswegen. Ja, Laura hat vor kurzem alles in ihrer Küche umgeändert. Seit die Katze da ist, hat sie alles anders gemacht. Und Luisa hat da irgendwas für geholt für die Küche. Ich bin gespannt. Wir zeigen es euch gleich. Oh, Luisa hat was geholt, was man aufbauen muss, sehe ich gerade. Wir zeigen euch aber jetzt gleich mal den Katzen. Weil das muss man irgendwie aufbauen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Genau. Mal, komm mal her. Ja, das ist so ein, das sind so 2 Mülleimer. Und hier unten ist noch so ein Fach für die Küche. Ist auf jeden Fall super praktisch für Lauras Küche. Ja. Also ich habe jetzt die Kette angezogen. Die ist richtig schön. Ja. Gewartet. Die ist sogar jetzt passend zu der anderen, weil ja, die ein bisschen kürzer ist. Die ist richtig schön. Ja, das waren dann alle Sachen, die Luisa bestellt hat. Auf jeden Fall einige. Das sind auf jeden Fall sehr coole Sachen dabei. Und ja, dann werden wir gleich Laura die Sachen bringen. Da wird sie sich auch freuen. Ja. Ja, ist wieder an alles gedacht. Freue ich mich auf jeden Fall. Ja, wir setzen euch die Links alles unten in die Infobox, da könnt ihr vorbeischauen. Es gibt auch wieder super Rabatte bei Temu, wie immer. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.